umsonst. Liedchen kann jeder kostenlos das Richtige für sich finden. Linda Hoffmann-Stein, überzeugte Foodsaving-Botschafter. Mit ihrem Engagement trägt sie dazu bei, dass die an Bäckereien und Supermärkten übrig gebliebenen Lebensmittel nicht vernichtet, sondern verteilt. Der Verteiler Gedanke, nachdem an einem festgelegten Platz Waren abgelegt und von jedermann genommen werden dürfen, brachte Linda Hoffmann auf die Idee, auf ihrem Grundstück ein kostenlos Lädchen einzurichten. Es fing mit einem einzigen Regal an, daraus wurden zwei, drei, vier und nun ist ein ganzer Raum voll, erzählt. Der besagte Raum ist die umfunktionierte ehemalige Waschküche des Hofes Obertorstraße 5. Alle Wände sind inzwischen mit Kleiderständern und Regalen. In der vorderen rechten Ecke gibt es Haushaltswaren, daneben hängen Rucksäcke und Regen, vom Strampler bis zur Matschhose, vom Weber-Isat über Lernspielzeug bis zum Töpfchen reicht die Auswahl von Kindersachen. Ebenso gibt es Schulhandbilderbücher für die Jüngsten und Lesestoff vom Liebesroman bis zum knallharten Krimi schließt. Auch Erwachsene, die eine warme Jacke, ein Shirt oder einen Pullover suchen, werden fündig. Für viele Menschen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht, ist der Einkauf über Amazon und ähnliche Portale unmöglich, weiß Linda Hoffmann. Gerade jetzt, wo aufgrund von Kurzarbeit das Familieneinkommen oftmals noch knapper wird, würde das Angebot des Umsonstlädchens dankbar angenommen. Ein Ort zum Teilen auch für diejenigen, die ihre Schränke aufgeräumt haben und sonst vielleicht auf dem Flohmarkt einen Stand gehabt hätten, ist das Lädchen ein willkommener Ort zum Teilen. Mir scheint, die Leute verschenken heute viel offenherziger. Die Bereitschaft zu geben, ohne etwas dafür zu verlangen, ist durch Corona gewachsen, findet Linda Hoff. Eigentlich soll sich das Umsonstlädchen von alleine organisieren. Das heißt, wer etwas bringen oder tauschen möchte, soll sich an die bestehende Ordnung in den Regalen halten. Gerade jetzt, wo so kalt ist, klappt er das aber nicht immer. Deshalb wäre es auch in Ordnung, wenn jemand einfach nur Bescheid gibt, dass er einen Karton oder eine Tüte vor die Tür. Mindestens einmal täglich schaut Linda Hoffmann nach dem rechten Punkt. Regelmäßig geht sie die Regale durch und prüft, ob Dinge in den Regalen heil und saugt. Das Umsonstlädchen ist täglich zwischen 8 und 21 Uhr offen. Wir kontrollieren nicht, wer hier rein oder raus. Und der Schätzung Glück auch noch nie Ärger gegeben, so die 40-jährige Hausherrin. Manche Besucher kämen fast täglich, um zu schauen, was es Neues gibt. Und wenn sich die Gelegenheit zu einem Plausch ergibt, wird auch dies gern angenommen. Nur ein einziges Mal sei es bislang vorgekommen, dass jemandem Hausverbot erteilt wurde. Diese Kundin hatte Ding aus dem Lädchen über eBay weiter. Ich möchte einfach nicht, dass sich jemand an den Spenden bereichert, erklärt Linda Hoff. Auch im Internet vertreten. Zusätzlich zu dem physischen Lädchen hat sie die Facebook-Gruppe Umsonstlädchen Waldbrunn ans Leben gerufen. Inzwischen sind dort fast 1500 Menschen aus einem Umkreis weit über die Gemeindegrenzen hinweg rein. Die Gruppe war ursprünglich dazu gedacht, Möbel und andere größere Stücke anbieten zu können. Doch schon bald entwickelt sich dort eine ganz eigene Dynamik. Und es gibt mindestens genauso viele Anfragen wie Angebot. Der Grundgedanke ist, warum soll ich etwas kaufen, wenn andere Leute dies wegwerfen wollen? Da werden Bälle für ein Bällebad gesucht oder Zubehör für eine Küchenmaschine. Jemand fragt nach einer bestimmten Backform, nach einem Schlitten, nach Umzugskartons. Auch das Angebot der zu verschenkenden Sachen ist unglaublich. Linda Hoffmann ist glücklich, wie toll sich ihr Umsonstprojekt entwickelt. Gern hätte ich die Möglichkeit, noch mehr für Menschen zu tun, die Unterstützung brauchen, sagt die 40. Dabei denkt sie nicht nur an Hilfsgüter. Vor allem geht es um Gesprächsangebote, damit sozial schwach nicht vor. Kerstin Kaminski. Öffnungszeit in das Umsonstlädchen ist täglich zwischen 8 und 21 Uhr.